Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und das, was wir hier gerade sehen, ist, unsere Forschung läuft wieder an, denn es mangelte uns an der Weltraumforschung und das lag schlichtweg daran, dass wir zu wenig Satellitenbauteile hatten. Aber ich glaube, das konnten wir in der Zwischenzeit beheben. Wir sehen nun aber, dass wir bei den Raketensteuereinheiten etwas hinterherhinken, weil uns die Prozessoren fehlen. Oder weil die Prozessoren nicht schnell genug hier nach unten kommen. Es ist nicht ein volles gelbes Band, das heißt, es wird hier auch nicht ein volles halbes rotes Band sein. Aber der Großteil der Maschinen, der läuft zumindest, sodass wir doch eine kontinuierliche Produktion an Raketen haben sollten. Und da ist auch schon die nächste. Und wenn wir da dann auch einen Satelliten dafür haben, sollte diese auch gleich starten und uns mehr Weltraumforschungspakete bescheren. Und das tut sie auch. Wir haben uns letztes Mal darum gekümmert, dass wir bei den verschiedenen Forschungen mehr rausbekommen. Und ein Problem war sicherlich hier die blaue. Die sieht momentan gut aus. Die violette, da hat es auch ein bisschen gehapert. Aber ich glaube, nun, da wir genügend Materialien hier auf dieser Seite haben, sollten wir auch hier kontinuierlich produzieren können. Und bei diesen, da hapert es noch an den Fließbändern. Und da hatten wir das Problem, dass es uns an Aluminium mangelte. Ich glaube, hier braucht es einfach ein Weilchen, bis wir da wieder auf dem aktuellen Stand sind. Was wir machen können, ist mal diese Maschinen updaten. Ja, es liegt hier an diesen und überall, wo wir Kugellager haben, da ist es möglicherweise ein Problem mit den Greifarmen, die wir durch Stapelgreifarme ersetzen können. Und dann sollte das ein bisschen besser laufen. Ja, und jetzt sehen wir, hier kommen mehr blaue Förderbänder raus, was dazu führen sollte, dass wir hier dann auch mehr von den pinken Fläschchen produzieren. Und das ist wahrscheinlich im Moment das, woran es uns am meisten mangelt. Wenn wir hier mal einen Blick drauf werfen und die Filter richtig setzen, die Weltraum, die lassen wir mal außen vor und schauen uns all die anderen Fläschchen an. Und was wir hier nicht sehen, glaube ich, ist die Militärforschung, denn davon haben wir keine verbraucht. Drum auch keine produziert. Aber jetzt, da wir wieder forschen,
sehen wir hier bei der Transport, bei den roten, da sind wir über unserer Zielgröße, bei den gelben sind wir über der Zielgröße, sogar bei den blauen sind wir drüber. Hier bei den restlichen, da müssen wir noch etwas nachhelfen. Und ich denke, wir fangen mal hier mit den violetten an. Und wir sehen, all unsere Maschinen sind am Laufen. Das heißt, wir haben hier dann grundsätzlich wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder stellen wir schnellere Maschinen hin. Schnellere Maschinen hier bedeutet aber auch, wir müssen sicherstellen, dass wir hier auf der Input-Seite auch genügend produzieren. Wenn wir schauen, wir haben hier die roten, da haben wir noch drei weitere Maschinen, die wir upgraden können. Und ich denke, wir machen das einfach mal hier so. Und dann auch diese. Dann vielleicht nochmals. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier dann auch genügend Material mit an den Start bringen. Stahl haben wir nur ein Förderband hier durch. Wir haben das aber so ausgelegt, dass wir grundsätzlich zwei Bänder legen könnten. Und ich glaube, es ist an der Zeit, hier ein zweites Band mit reinzuziehen. Ich denke, das werde ich mal machen und dann werden wir hoffentlich sehen, dass wir hier mehr Durchsatz bekommen, dass wir hier mehr produzieren, so dass auch die schnelleren Maschinen hier dann alle produzieren können und wir hoffentlich dann bei den violetten Fläschchen auf unsere 240 Fläschchen pro Minute kommen. Jetzt, wo wir genügend Stahl am Start haben und auch sichergestellt haben, dass hier die Förderbänder für andere Inputmaterialien schnell genug sind, sodass unsere Maschinen nicht stocken, sehen wir, hier mangelt es uns wieder mal an den roten Schaltkreisen. Denn hier sehen wir die Lichtbogenöfen, davon haben wir fast keine mehr. Und auch die Maschinen hier, die Montagemaschinen, die könnten schneller rangeliefert werden. Und da mangelt es uns einfach an den Zahnrädern. Und ich denke, das, was wir hier machen können, ist updaten und Produktivität rein. Dann bekommen wir mehr raus. Aber dann wollen wir... kaum Carbon. Mhm. Wenn wir hier schauen, dann sehen wir... Dioden, da haben wir nicht genügend am Start. Hier laufen auch nicht alle Maschinen. Und das liegt daran, dass Carbon nicht angeliefert wird. Und Carbon wird nicht geliefert, weil wir hier einfach zu langsam sind. Keine Kohle.
können hier das Förderband auf gelb updaten, denn bis zu diesem Punkt haben wir doppeltes gelbes Band. Das heißt, wir können hier ein volles gelbes Band rausziehen für unsere Carbonverarbeitung. Und das sollte uns fast ein volles Band bescheren. Ich denke, hier können wir etwas mit Geschwindigkeit arbeiten. Denn Kohle ist nicht unbedingt ein Material, an dem wir sparen müssen. Und hier haben wir dann quasi genügend Output für ein volles rotes Band. Hoffe ich zumindest. Hat noch ein paar Lücken drin, aber sieht wesentlich besser aus, als wir das hatten. Und wenn wir hier etwas mehr durchbekommen, sollten wir auch hier mehr Dioden bekommen. Wir können auch hier diese Geräte noch einmal updaten. Und so auch zumindest die Geschwindigkeit hier etwas steigern. Und vielleicht müssen wir dann auch einfach auf den Treibarmen hier die etwas schneller machen. Und vielleicht auch die auf dieser Seite, denn die müssen ja schließlich zwei Inputmaterialien reinknicken. Die Drähte und das Carbon. Und das scheint nun etwas besser zu funktionieren. Hier bei den oberen Stockes, weil das Förderband zu langsam ist. Hier machen können ist hier auf die oberste Geschwindigkeit updaten und dann sehen, was passiert. Und ich denke, vom Materialverbrauch können wir mit diesem Setup nicht mehr allzu viel rausholen, aber wir könnten da allenfalls noch mit Produktivität etwas nachhelfen, denn nun sind wieder alle Maschinen am Laufen. Und das ist doch positiv. Wenn wir hier wieder einen Blick drauf werfen, dann sehen wir die blauen, die sind in den Keller gesackt. Die violetten auch. Und bei den blauen, da mangelt es halt auch an den roten Schaltkreisen. Und ich habe so das Gefühl, das, was wir hier gemacht haben, das ist noch nicht ausreichend. Dann ziehen wir doch das mal hier drüber und das hier drüber. Und dann auch ein Upgrade für die Greifarme. Und dann vielleicht von hier machen wir mal vorsichtshalber ein rotes Band hin. Und das machen wir bis hier hin. Da zweigen wir für die violetten Fläschchen ab. Ich glaube, das ist so wirklich der Hauptverbrauch an den roten Schaltkreisen, die wir haben. Und vielleicht brauchen wir auch auf dieser Seite ein Upgrade von den Greifarmen.
hier nicht einen Mangel an Produktion haben, weil wir die Circuit Boards zu wenig schnell produzieren. Und wenn wir schauen, der hat hier steht Tempo 4, der nur 2,75. Das heißt, auf dieser Seite machen wir doch gleich nochmals ein Update. Und dann sind wir bei 3,5. Und wenn wir da noch je ein Tempomodul reinpacken, ein Tempomodul genügt, damit wir da dann schnell genügend produzieren. Und die Module, die wir hier haben, die von Level 8, die sind recht teuer in der Herstellung. Darum verwenden wir hier nur das, was wir, oder packen wir hier nur das rein, was wir effektiv brauchen. Und wenn wir jetzt hier unten sehen, da sind es dann die Transistoren. Also wir machen auch hier ein Update. Da bei den Greifarmen ein Update. Und dann sind es die Zinnspulen, von denen wir zu wenig haben. Und was können wir besser machen? Wir packen einfach auf dieser Seite sowas hin. Auch das noch zu langsam. Dann machen wir doch einfach hier mal ein Update auf Blau. Und ja, jetzt können wir hier alles abtransportieren. Und das sollte dazu führen, dass wir hier unsere Zinnspulen, unsere verzinkten Drähte hier bis unten mit ranbekommen. Und aber immer noch nicht genügend haben. Und das liegt letztendlich einfach daran, dass hier haben wir ein volles Band. Was wir machen können, ist hier die unteren, die kehren wir um. Dann gehen wir hier rüber. Und da brauchen wir Untergrund und hier nach hier. Und Hintergrund. Aha. Da machen wir das so. Und dann
4, aber der soll hier abliefern. Und dann können wir nämlich den so machen. Den verbiegen wir so. Hier Untergrund so und dann legen wir das hier so auf die Seite und bekommen so mehr raus. Und wenn jetzt hier für unsere untersten vier den Output in die andere Richtung machen, dann müssen wir einfach sicherstellen, dass wir hier bei den Silicon Wafern die schnell genug produzieren, dass wir die auch kontinuierlich hier anlegen haben. Möglicherweise ist es ein Problem von den Greifarmen, möglicherweise nicht, aber wir daten einfach mal alles ab, sodass wir sicher schnell genug sind. Dann sehen wir schaffen es fast bis hier ganz nach unten zu produzieren. Und jetzt sind es wieder die Zinnspulen. Und möglicherweise bekommen wir hier einfach zu wenig Kupferdrähte rein, dass wir kontinuierlich produzieren können. Zu wenig Zinn. Das können wir alles mit schnelleren Greifarmen erledigen. Soweit gut aus, aber wir brauchen mehr und vielleicht ist es nicht einfach mehr, sondern ein schnellerer Abtransport von den Spulen. Und hier könnten wir auch das so machen, dass wir das beidseitig aufs Band legen. Denn hier haben wir ja ein schnelleres Band, dass wir das bewerkstelligen können. Okay. Was los? Kein Silikon mehr? Glas. Weil kein Stein, weil wir hier zu langsam sind. Okay. Das ist das nächste Problem, das wir angehen müssen. Aber nicht mehr heute. Werfen wir doch noch einen letzten Blick auf unsere Produktion. Die grüne Kurve sieht gut aus. Die orange Kurve sieht auch gut aus, zumindest peakmäßig. Und hier haben wir einen Peak für die blauen. Das heißt, da wissen wir, unser Setup ist gut genug. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir genügend Inputmaterialien an den Start bringen können, um kontinuierlich zu produzieren.
Da die rote Kurve nicht so gut, die pinke Kurve nicht so gut, die gelbe Kurve, da brauchen wir auch etwas mehr, das sind die grünen. Also wir haben da noch einiges an Arbeit vor uns, aber ich denke, nächstes Mal müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir bei unseren Schmelzen, Feldern etc. sicherstellen, dass wir schnell genug Material anliefern können, sodass wir nicht in eine Knappheit reinrutschen. Und wenn wir die Verschmutzung sehen, da haben wir ein paar Nester, die ziemlich am Rand von unserer Verschmutzung sind. Also da müssen wir auch schauen, dass wir da von dieser Seite nicht angegriffen werden. Aber all das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder zu. Also bis dann und tschüss!